Samstag, den 4. März, drittletzte Heimspiel für SFN Vechta im Saison in der 3. Bundesliga gegen HSG Jöllebjöl. Und wir gingen hier gleich durch Dina Schwarz mit 1-0 in Führung. Doch danach führte die Mannschaft aus Schleswig-Holstein schnell mit 3-1. Wiederum Tina Schwarz zum 2-3. Danach traf Jöllebjöl durch den 7 Meter zum 4-2 und hier schon das 5-2. Deckter Schuss Tina Schwarz und aufgepasst, Missverständnis bei Jöllebjöl und hier ein Foulspiel. Muss mindestens mit 2 Minuten oder gelbe Karte bestraft werden, denn Janne Müller konnte den Ball im leeren Tor bringen. Doch hier das 3-5, drittes Tor Tina Schwarz. Die beiden Schiedsrichterinnen Becker und Lippert pfiffen ein sehr schwaches Spiel und sehr inkonsequent. Doch hier ist es zu Recht ein 7 Meter. Aber die 2 Minuten Strafzeit von Mette Müller war sehr schwer bestraft. Das fand auch Kai Fräse. Die 7 Meter wurde verwertet zum 3-6. Und Jöllebjöl lief weiter weg bis 5-9. Das lag nicht allein in den Schiedsrichter, doch SFN macht in der ersten Halbzeit ein sehr schwaches Spiel. Die HSG-Mannschaft ist eine gute Mannschaft, aber da brauchte man nicht von zu verlieren. Hier das 5-10. Und Svenja Paar ließ sich fallen, nachdem das Mette Müller sie schon losgelassen hatte. Trotzdem 7 Meter und 2 Minuten Mette Müller und 5-11. 6 Tor Rückstand, das sah sehr schlecht aus. Ballverlust symptomatisch für das Spiel von SFN in der ersten Halbzeit. Jöllebjöl war mit 6 Siege in Folge im Gepäck abgereist auf Vechta und macht hier das 12-5. Und wieder ein Fehler und Konto zum 13-5. Es war Jana Behrensen, viel Theater, nachdem sie geschubst wurde von Tina Schwarz. Und was machen die Schiedsrichter? Eine rote Karte. Wieder übertrieben. Man kann nicht anders sagen, als dass man inkonsequent war. Aber gut, Vechta lag mit 16-8 zurück. Dazu noch in doppelter Unterzahl, doch es ging ein Ruck durch den Vechterer Mannschaft, 9-16. SFN war wachgeschüttelt und ging jetzt Handball spielen. Haskamp 10-16. Amelie Bredos, Pfosten, doch SFN bleibt in Ballbesitz. Katrina Tietje, Mette Müller, 7 Meter, aber kein 2 Minuten. Haskamp, 11-16, nur noch 5 Tore. Doch bringt Jöllebjöl die Führung auf 6 Tore bis zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit machte SFN weiter, womit sie die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit beendet hatten. Ein gutes Handballspiel und ein Aufholjagd. Amelie Bredos 12-17. Stephanie Kleene 13-17, nur noch 4 Tore Rückstand. Und auch Eva Wojcinska war da. Es spielt in dieser Phase nur eine Mannschaft, SFN Vechta.
Und Stephanie Kleene 13 zu 17. Nur noch 3. Und wiederum Eva Wilczynska. Mette Müller 15 zu 17. Danach nahm Jolle Bjöl etwas mehr Distanz, 19 zu 16. Doch es spielte nur noch immer eine Mannschaft. Mette Müller wiederum gefoult, 7 Meter, doch auch hier folgte kein weiterer Straf. So kann ich mich erinnern, dass das in der ersten Halbzeit zweimal in Folge an Mette Müller passierte. Elle Haskamp und 17 zu 19, nur noch 2 Tore, es war wieder ein Spiel. Es tut mir leid, hier passiert nichts. Spielerin lässt sich fallen und 7 Meter Jolle Viol. 17 zu 20. Nele Bister, Stephanie Kleene, Nele Bister, Ella Haskamp und 18 zu 20. Es wurde Zeit für den Anschlusstreffer, sodass der Druck auf Jolle de Viol aufgeführt wurde. Und da ist sie, Ella Haskamp, 19 zu 20. Doch dann lief Jolle de Viol wieder weg auf 24 zu 21. Ella Haskamp verkürzt wieder auf 22 zu 24. 3,5 Minuten zu spielen, es war schwer, 2 Tore Rückstand, doch nicht unmöglich. Auch hier ein toller Wurf von Kristin Machau zum 22-25. Lena Meyer freigespielt, sie macht das gut, 23-25. Noch 2 Minuten. Und 7 Meter, der war klar zurecht. Katharina Hansen. Und Eva Wojcicka. Nele Bister. Spiel gut auf Mette Müller, 24-25. Da musste dieser Angriff von Jolle Viol verteidigt werden. Und dann hat man im letzten Angriff die Möglichkeit auf einen Punkt. Aber hier geht er rein. Es ist vorbei, 24-26. SFN Vechta verliert. Nicht nur alleine durch die Schiedsrichter, die waren schwach. Ein bisschen Pech, aber sicherlich durch eine verschlafene erste Halbzeit. Was sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, das war klasse. Wenn sie das nächste Woche bei Heidmark zeigen, dann schaffen sie die 20-Punkte-Grenze. Ich sage Tschüss.